Na dann, wollen wir mal. Machen wir unsere Mission. Vielleicht haben wir Glück und die kriegen wir sogar noch fertig und können dann auch gleich noch looten gehen. Bitch. Aber wir müssen uns auf jeden Fall schon mal, bevor wir das machen, schon mal um einiges nackter machen. Du kannst raus. Warte mal, verändern. Du gehst da rein. Dann gehst du raus. Honig brauchen wir nicht immer dabei. Zu essen und zu trinken brauchen wir nicht immer dabei. Das brauchen wir nicht immer dabei. Das Jagdgewehr brauchen wir nicht unbedingt dabei. Die Spitzhacke, da haben wir unsere. Zur Not unseren Bohrer. Ist halt immer doof, gell? Was braucht man? Aber ich glaube, wenn wir jetzt so die erste Leiste Unfall haben, müsste das passen. Gut, vielleicht doch mal ein bisschen Benzin dabei haben, falls der Erdbohrer nackt ist. Nackt ist, sage ich schon. Falls er leer wird. Hatten wir denn überhaupt einen Fertigkeitspunkt? Hier hatten wir gehabt. Wir haben nämlich drei drin, Heilfaktor. Okay, den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht lernen. Aber ich bin jetzt aus Versehen auf B gekommen und anscheinend hat er da jetzt den Punkt reingesetzt. Scheißegal, ich war halt gerade noch einmal überlegen, aber ist egal. Ich denke mal, ich hätte eh da einen Punkt reingesetzt. Also passt das schon. Okay, Big Buns. Okay, schön, da brauchen wir den jetzt nämlich doch. Aber ich glaube, warte mal, wir können einfach mit dem Benzin, wir haben 600 Benzin drin. Ich glaube, das reicht. Wir haben da 600 Benzin drin und ich glaube, für so eine Truhe zu öffnen, brauchst du nicht mal ganz 300. Aber wird langsam unten, gell, was man langsam hier alles kriegt. Fehlt nur noch ein besseres Jagdmesser. Okay, machen wir es halt so. Warte, so. Okay. Okay, das schläft erstmal in Fuß. Apartheid wieder. Schlaf schön. Hallo? Da kommt der nächste. Sorry, aber das musste sein. Ich bin ziemlich enttäuscht mit dem Service hier. Von dem Service.
Aber ganz schön billiger Loot. Oh, Big Mommy. Oh, da schießen wir jetzt voll. Ja, schießen wir voll in die Huha, aber die interessiert das nicht. Oh, der Barkeeper ist wach. Ja, oh. Okay, Barkeeper ist auch gleich Türsteher. Hausschmeißer, besser gesagt. Stand der nicht an der Türe? Pfeife. Huch, Scheiße. Ich wollte nachladen, aber es war diesmal schon nachgeladen. Schwarze Farbe, sehr schön. Noch ein Kochbuch. Was zum Snappen, vor allem Snabulieren. Was zum Schlucken. Na, warte mal, dann zeig mir mal. Okay, das Schwarz hat sich ja verändert. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine schwarze Hose an. Also sie sieht jetzt auf jeden Fall schwarz aus. Wir tun schwarz rein und es ändert sich nichts. Na dann, wollen wir mal. Dann machen wir uns mal nackelig. Okay, warte mal, das waren Stufe 1, ja, die sind sowieso nicht besser, oder? Schade. Knapp drunter. Okay. Hartgeldfrieda war traurig, weil sie nichts zu tun hatte. Dann ist schon wieder ein Mann. Oh, du kannst ja schön fliegen. Junge, geh aufs Maul hier. Auf jeden Fall, so gehört es sich. Die stehen auf Schläge. Dein Wichser, der hat mich zwei Leben gekostet. Das geht ja gar nicht. Hast du mir hoffentlich direkt gezeigt, was du davon hältst? Natürlich. Hast du wenigstens Zähne auf den Nacken gehauen? Was seid ihr denn für ein hässlicher Verein hier? Ihr dreckigen. Miesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was seid ihr denn? Jetzt kommt der Cousin von dem, den du aufs Maul gehauen hast. Das ist nicht nur der Cousin. Das ist sie. Oh mein Gott. Wer seid ihr denn? Die ganze Familie. Das sind einfach mal gerade
6 Rocker mit gelben Augen gekommen. Läuft. Alter. Jetzt bin ich doch froh, dass ich das Scharfschützengewehr habe. Und, wie ist es? Boah, für manche brauchst du halt 2-3 Schuss, aber ansonsten ist das schon ganz nett. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rocker waren jetzt hier nacheinander gerade gekommen. Boah, läuft bei dir. Merkst du vielleicht, du legst dich schon mal mit dem Falschen an? Alles so wie muss. Hoffe ich. Ich will doch bloß den Kühlschrank hier plündern. Was ist denn los mit dir, du Miese? Ich sollte aber Admin für sowas in Bohrer nehmen. Ich sollte mir lieber die Dietrische. Ich sollte mir Admin lieber die Dietrische für Polizeiautos aufheben. Perfekt. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ist hier aber auch wieder ein Auflauf, die Hässlingen. Die direkt einfach im Tabernakel hier. Versorge euch nebenbei mal ein bisschen mit XP, ne? Dankeschön, ich bin nämlich kurz vorm Level ablegen dir. Sehr schön, ich mache auch gerade die ganze Zeit nebenbei Missionen wieder und verprüge hier irgendwelche billigen Zombies. Ja, ich bin gerade Garten am machen. Perfekt. Das läuft. Oh, das haben wir voll übersehen. Das haben wir voll übersehen. Okay, wo eh noch Scheiße drin? Oh, das haben wir voll übersehen. Machen wir noch ein bisschen Klebeband machen. Scheiße, Mann. Einfach mal so einen grünen Tourist, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Kennt er ja diesen komischen Dicken da, ne? Ja. Boah, das gibt's doch nicht, ey.
So. Oder wo ist unser. Hier ist unser Mobil. Danke fürs Level Up. Sehr großzügig. Das kannst du gar nicht wieder gut machen. Das stimmt wohl. Oh, verdammt. Shake your watch hand. Your back. I bet you got dysentery. Okay. The way you smell. So, Kleber. Nee, Knochen. Und was soll ich denn eher holen? AK-47, Klauenhammer Stufe, AK-47 Stufe 3, ja, das wäre sinnlos. Klauenhammer Stufe 3, Mollys 10 oder geschmiedeter Stahl 25? Wird fragt auf die Mollys gehen, oder? Was denkst du, Zardox? Ich weiß ja nicht, ob ich der Stahl... Ich habe die Hälfte gehört, weil er gerade sehr laut ist, aber nimm ruhig Mollys. Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr geschmiedeten Stahl, ob ihr den eher braucht. Kann ich ja herstellen. Okay, naja, okay, okay. Chemiestation. Hey Dirk, you need some. You better not fuck this up, or I'll cut you goddamn throat. Dup, 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 dup. So. Okay, gleich mal 7 Schuss mehr, das passt doch. Ja, schade, das wird nichts mit looten, sonst hätte ich gesagt, wir looten, Kleiner. Wir können es versuchen. Vielleicht war da erst jemand drin. Dass wir sagen, okay, wir looten hier gleich noch. Bevor wir wieder zurück in die Base fahren. Ich glaube, es sieht. Nö. Es sieht schon. Ziemlich zombiehaft hier drin aus. Nein, stirb doch! Danke! Ich spuck dir ins Auge und blende dich, du kleiner Mieser. Ach du dummer Geier, geh weg. Lecker Truthahn. Ja. Ich finde gerade die ganze Zeit Kochbücher, ne? Das ist gut. Das tat weh.
Oh, ein Kartoffel, geil. Irgendwo wackelt, dackelt doch hier einer rum. Hier. Huch. Jetzt bist du tot. Kann ja nicht sein, dass du vorher schon umkippst. Jagdgewehr Stufe 5. Nice. Da wird der Dreck Mucker. Nein, ich habe ja den Unterhebelrepetierer. Ja, bei dem Jagdgewehr passt halt, glaube ich, da passt halt bloß eine Patrone rein, was halt ein bisschen scheiße ist. Das stimmt. Und Stahlwerkzeugteile. Läuft. Okay. Sag doch mal. Na dann, fahren wir mal dahin, wo unser Bett schläft. Geht doch. Boah, haben wir jetzt zum Händler noch 200 Meter, bevor er zumacht? Gib alles. Boah, das wird echt eng. Aber ich versuch's. Fahr bei Rot über der Ampel. Fahr jeden um. Boah, ein Stein, nein! Du Dummer. Der hat mich ausgebremst. Ja, fahren muss gelernt sein, ne? Komm, ich bin drin. Ja, komm. Die 10 Minuten habe ich noch, die Quest abzugeben und in der... Abholen. 1,2 Kilometer. Machen wir mal. Geil. Ich habe die Quest abgenommen und die neue sogar schon angenommen. Geil. Ich hab nicht gedacht, dass sie es schaffen, du, wenn ich ehrlich bin. Okay, haben wir denn jetzt alles, was wir hier so jetzt nicht brauchen? Warte mal, da haben wir die, haben wir bestimmt da drin. Gehen wir uns jetzt entleeren und dann können wir die Quest machen gehen.
Warte mal, ich werde jetzt vielleicht sogar sagen, verändern. Das tun wir hier mit rein. Da liegt ein Gubbel. Mach's kaputt. Ja, ist schon kaputt. Alles der Gubbel, der. Wer von euch hat das Vieh überfahren? Stemmen euch. Ich hab keine Ahnung. Okay, wir nehmen mal Munition, Rüstung, alles raus hier. Und tun wir so den anderen Scheiß erstmal wieder hier rein. Ich hab dir hier oben mal wieder in meiner Superkiste 3 Kochbücher reingetan, 3 Kartoffeln reingetan und keine Ahnung was noch. Alles klar, ich guck direkt drin, ich bin um Weg für Hemd. Aber ich glaube, dann brauche ich nur noch ein Kochbuch und dann bin ich voll. Wenn ich die 3 gelesen habe. Guck mal, tatsächlich. Ja, noch ein Kochbuch, dann bin ich mit Kochen voll. Nice. Dann habe ich die 100 Bücher voll. Das ist echt nice. Okay, dann haben wir das gemacht, das gemacht, das gemacht. Sehr schön. Vorhin hast du dir wirklich ein pinkes Motorrad gemacht. Was kann ich? Hast du dir wirklich ein pinkes ja. Motorrad gemacht? Hab ich, ja. Ein Waffenschrank. Könnt einiges rausholen aus der Kiste hier oben. Kleidung hat man. Kleidung. Ja, da warte mal, das ist ja alles hier drin, da lasse ich das auch hier drin. Was ich aber bräuchte ist Eisen. Reparieren, 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 reparieren. Na, das sieht doch schon wieder ganz süß aus, oder? Wieso haben wir denn immer nie nachgeladen, sag mal? Das? Okay. Benzin würde ich mal gerne ein bisschen mitnehmen. Ja, gucke, da kommen dann noch einige 10, 20 und dann nochmal hier über fast 6000. Oh. Da kommt doch nochmal einiges rum.
Ich glaube, ich würde mir mal noch... hier mitnehmen und die angefangen hier mitnehmen.